Ganz spät abends bemerkt ein Mann, dass er so hungrig ist. Bei ihm zu Hause gibt's aber nichts mehr zu essen. Aber sein Magen knurrt unaufhörlich. Er ist wirklich sehr hungrig. Er lebt in einem kleinen, abgelegenen Dorf. Er hat kein Auto und mit dem Fahrrad wäre es auch zu weit, zur nächsten Tankstelle zu fahren. Da fällt ihm ein, die Dorfkneipe hat noch offen und serviert manchmal kleine Gerichte. Also spaziert er zur Kneipe und fragt dort, ob es was zu essen gibt. Die Wirtin entschuldigt sich und sagt, dass die Küche bereits geschlossen hat. Verzweifelt setzt er sich hin, aber dann bemerkt er, dass ein alter Mann am Nachbartisch mit seinem Suppenteller sitzt und diesen nicht isst. Er geht zum Tisch, an dem der Opa sitzt und fragt, Entschuldigung, essen Sie den Eintopf noch? Da sagt der Opa, nö, ich habe keinen Bock mehr, die Suppe zu essen. Der Mann zieht den Teller blitzartig zu sich hin und fängt an, die Suppe schnell herunterzuschlingen. Als er die Suppe ca. zur Hälfte ausgelöffelt hat, bemerkt er eine tote Maus in der Suppe und er bricht sich daraufhin direkt in den Teller. Da sagt der Opa, tja, so weit bin ich auch gekommen.